Ich werde hier echt verrückt von. Ich habe so lange gebraucht, bis ich hier mal alles optimiert habe. Okay, bitte bringt mich nicht um. Das ist mein erstes Let's Play. Ich bin der Jaro, Teammitglied vom Forum. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Also von Pokémon habe ich schon Ahnung, aber das hier war, glaube ich, Feuerrot. Das habe ich nicht gespielt. Das wird für mich also ziemlich blind sein. Das kann ich schon mal dazu sagen. Ich habe mich jetzt hier schon ein bisschen spoilern lassen, denn der Trainer hier unten und da weiter oben ist auch noch einer. Die sind angriffslustig, die wollen kämpfen. Gegen die werde ich auch gleich kämpfen, aber bevor ich anfange, denke ich, dass ich mal die Zusammenfassung nochmal vorlese. Von dem, was hier passiert ist, was die Trainer vor mir gemacht haben. Genau. Die neunjährige Mary bricht auf, um die beste Boneka-Trainerin der Welt zu werden, ebenso wie ihre Rivalin Wilma. Bei Professor Oak haben wir die Wahl zwischen Sanae, Raisin und Alice. Eigentlich wurde sich Alice gewünscht, aber wir nehmen lieber ein gutes Mädchen, nämlich Sana. Alice geht dann Wilma übrigens. Jo. Nach unseren ersten Schritten außerhalb von Pallet Town werden wir direkt von einer Horde Tokikos und einigen Nasrins angegriffen. Aus irgendwelchen Gründen ist Sahne anfällig für Tackle. Das habe ich auch eben gemerkt beim Testen. Ich habe eben ein paar Testkämpfe gemacht. Ja, das wird lustig. Genau wie im normalen Pokémon Feuerrot werden wir vom Verkäufer des nahen Pokémon-Marktes als Paketbote missbraucht und bekommen von Oak unser Artbook, das Pokédex hier. Mary fängt ihre ersten Boneka, Butchiflieg und Käse hoch, das sind Tokiko und Nasrin. Wer hat die so benannt? Danach erklärt ihr ein alter Opa, wie man Boneka fängt. Im Britanniawald laufen ihr dann Sunny Mac Sun, nee, Sonny Mac Sun, das ist Sunny Milk, ich glaube, das war Kongo, und Funkelchen zu. Richtig. Und vor mir hat jetzt Vego sich aus dem Viridian Forest geschlagen und ist somit im nächsten Ort angekommen. Er hat dann unsere Bonikas heilen lassen, da alle ziemlich wenig HP hatten. Dann wollte er den ersten Trainer in Rockos Arena erledigen, hat sein erstes Bonika besiegt und beim zweiten versagt. Ja, das. So, nach ein wenig Ospengrinden haben sich Selenko und Bugsby unserem Team angeschlossen. Moment, ich öffne mal unsere Pokémon-Liste. Da kann man sich das mal anschauen. Mit Funkelchen als Hauptdarstellerin wurde der Vortrainer in der Arena geplättet, nur um den von Rocco und seiner Yugi einen TPK reingewirkt zu bekommen. Ich weiß übrigens gar nicht, was TPK bedeutet. Jetzt sind wir auf der Suche nach willigen Trainern im Britanniawald, um noch stärker zu werden und etwas Geld zu verdienen. Das war die Zusammenfassung von Vego. Jetzt bin ich an der Reihe. Bevor ich hier weitermache, ich will mal kurz die Karte öffnen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn gestartet? Hier. Okay, jetzt sind wir dahin. Wenn ich nach unten gehe, dann ist da wahrscheinlich ein Pokémon Center. Ich weiß nicht, soll ich hier meine Dings heilen lassen? Meine Sunny. Eine Sache, die ich eben festgestellt habe, war, dass ja, Sunny ist gegen Tackle anfällig, aber eine Attacke, die war recht effektiv. Ich kenne die Typen überhaupt nicht. Das wird echt ein Problem werden. Das ist alles total blind, das hier. Dann kämpfen wir mal gegen den Trainer hier. Yo, you can't jump out if you're a Red Boneca Trainer. Los geht's. Haben wir dann Käfersammler. Chibi-Star. So, und ich bemerke, dass Gast effektiv ist gegen Star. Ich glaube, das war gegen Star. Da setzt schon mal direkt ein. Ja, das war effektiv. Ins Fund ein. Dann spamme ich die mal mit Gast zu. Wenn ich gleich Zeit habe, dann gucke ich mir die Elemente ein bisschen genauer an. So, auch mal Gast.
Tschüss. Level up. Das wollte ich nicht wählen. Aua. Das war jetzt nicht effektiv, das ist schade. Ich stelle das mal Fund ein. Ey, Tackle tut der Sahne echt nicht gut. Dann wieder das hier. Aua. Noch einmal Gast. Ah, wer hat eigentlich Sanae gewählt? Ja, warum eigentlich nicht? Was holen wir denn hier mal? Wir holen mal die Buchi-Flieg oder Butchi-Flieg. Ich denke, dass wir Buchi-Flieg heißen. Los geht's. Quick Attack. Ah, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Heck. Ach du Vater. Jo, das hat ja gut geklappt. Dann holen wir unser Käse hoch. Lea. Ihr? Er? Ich weiß es nicht. Mach mal Tackle. Gut gemacht, Käse hoch. Und tschüss. Ja, du bekommst mal ein bisschen XP. Ah ja, wir hatten Geldmangel. Ich muss mir gleich das Geld anschauen. Ich denke aber erstmal meinen Tee. Geld, Geld, Geld. Back. Nee, hier sehe ich nicht das Geld. Hier. 560 Poke. Ich glaube, das heißt Poke in diesem Spiel. Ich gehe mal weiter Richtung Süden. Ich will zu einem Pokémon Center. Ich vermeide mal einen Kampf. Dann halt hier. Nee, 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 nee. Weg. Ich weiß nicht, ob die gekämpft haben. Ich gehe mal kurz aus dem Weg. Tschüss. Und weg. Ah, das hier sieht gut aus. Ist mir egal, wie weit ich jetzt den Weg zurücklaufen muss, für die erstmal heilen, dann schaue ich mir die Sachen mal ein bisschen genauer an und dann laufe ich wieder hoch. Das Hochlaufen beschleunige ich eventuell. Mal das Pokémon Center. Ah, okay, das wird die Stadt, okay. Die habe ich mir eben noch ein bisschen angeschaut, beziehungsweise damals. Unsere Bonik haben.
Sanae, die ist vom Typen Wave. Unkelchen ist Wasser. Okay. Beast. Feuer. Luke. Ah, die ist Wind. Merken können. Ah, jo. Soll ich vielleicht irgendwie mal auf Funkelchen leveln? Das mache ich. Ja, diese Lenko, die hätte ich eigentlich auch gerne aufgelevelt, aber ich mache das, glaube ich, gleich offscreen. Ich beschleunige einfach die Aufnahmen, aber warum eigentlich nicht? Ich glaube, das hier würde ich gleich wirklich beschleunigen. Ich glaube, ich trainiere diese Lenkung einfach. Das mache ich jetzt. Ich habe gerade eine Sache festgestellt. Ich sollte mehr aufpassen und am besten einfach direkt zum nächsten Monika wechseln. Aber immerhin habe ich hier Speed drin. Kann mir das auch egal sein. Einen Moment. Moment. Schade, ich dachte, ich konnte meine Unikos bei dem heilen lassen. So, ich habe jetzt unsere Selenko ein bisschen aufgelevelt. Um mal zu sehen, auf Level 11. Ich mache jetzt direkt einen Trainerkampf da hinten.
Danke für den Tackle. Tschüss. Ich dachte irgendwie, der Trainer hier wollte kämpfen. Ich habe gerade wieder das Speedhack verwendet. Ich sollte nicht auf die Taste kommen. Ich habe hier einen Controller und ich habe auf dem Schultertasten Speedhack und das war gerade wieder Angewohnheit. Ich versuche mal meinen Finger davon zu lassen. Komm her. Das war nicht effektiv, okay. Das gefällt mir nicht. Noch einmal. Onkelchen, du bist an der Reihe. Ah, Wasser, genau. Sunny war Feuer, so viel ich weiß. Und tschüss. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt wieder nach unten. Soll ich mal wieder unsere Sunny aus? Ja, was ist da hinten? Oh, ich bin dumm. Ich bin dumm. Na, los, Sunny. Das wird nicht so gut. Ah, ich kann es trotzdem mal versuchen. Wie macht es? Naja, immerhin brennt sie. Dann einfach einen Tackle. Und tschüss. Ist wieder ein Trainer. Monika can evolve using Heartstone. Heartstone. Der Name kommt mir bekannt, bevor das nicht ein Spiel. Aber weiter geht's, gleich sind wir aus dem Wald raus. Später in der Luna. Ich weiß gar nicht, was gegen die effektiv ist. Also ich mache jetzt einfach mal wieder mein Ember. Und weg ist sie. So. Trainer Tips. You can't catch a Boneka that belongs to someone else. Da stand noch was, ach, ist egal, ist immer eh der gleiche Mist, der da steht. Ja.
Axt weg. Willst du nicht kämpfen? Einen Moment, ich denke, Vigo hat sich hier schon durchgeschlagen. Have you noticed the skinny trees on the roadside? They can be cut down by a special Bonica move, I hear. Many Bonica live only in forests and caves. You need to be persistent and look everywhere to get different kinds. Do you know the evolution cancer technique? Ja, die kenne ich. Ah, tschüss. Zwei. Pewter City. Warum ist mir das überhaupt durch? In the center. Welcome to Orbonica Center. Ja. Ich rede mal ein bisschen mit den Leuten hier. What? Team Rocket ist at Mount Moon? Hä? Huh? Ich glaube, das ist Mount. I'm on the phone. Scram. I really want the Nasrin, so I'm driving my chain for one. I'm trading Monika with that kid there. I had two Nasrin, so I figured I must as well trade one. Hi, glad to meet you. That's unfriendly of you. How about saying hi back? So come on, tell me about yourself. I'd love to hear your profile. Tell me something good about yourself. What's your profile? 9. Okay. Bonikas, die können wirkliche Soundtracks wiedergeben. Meine Katze kann das nicht. Amistia sings, Bonika get drowsy. Me too. Ich weiß gar nicht, wo hier überhaupt was ist in der Stadt, verdammt nochmal. Was machst du? There aren't many serious Bonika trainers here. They're all like bug catchers, you know? Just hobbyists. But Pewter Gims Brook isn't like that, not one bit. Okay. Do you know what I'm doing? I'm spraying Ripple to keep Wild Bonica out of my garden. Pewter City. A stone grass city. Naja, ist aber auch ganz interessant, wenn ich hier überhaupt die ganzen Städte und so weiter nicht kenne. Da könnt ihr mir dabei zusehen, wie ich hier verzweifelt zu Sachen am Suchen bin. You're a trainer, right? Brock's looking for a new challenger. Follow me. Nein! Ich werde entführt. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. If you have the right stuff, go take on Brook. Das werde ich jetzt nicht machen. Ich will mich noch ein bisschen umsehen. Yokuto came from the moon. That's what the rumor is.
Was ist das hier für... sag mal nicht, dass es so eine Wettbewerbshalle ist. Pewter Museum of Science, okay. Gott sei Dank keine Wettbewerbe. Ich kenne keine Person, die Pokémon-Wettbewerbe damals gespielt hat. Also, was soll das? Would you like to come in? Nein, irgendein andermal. Wäre eigentlich ganz interessant. Wir müssen das Geld sparen. Jetzt gebe ich das Geld für Museumsbesucher. Oh. Das ist echt eine gute Angewohnheit, einfach mal die ganze Zeit A in der Gegend herumzuklicken. Das ist ja noch mehr. Diese versteckten Items, ich wusste gar nicht, dass es die schon seit Feuerrot gab, okay? Ich dachte, ich habe die damals immer in Diamant und Perl gesammelt. Ey, Moment, was habe ich denn jetzt überhaupt bekommen? Was macht es? Easy. Ah, okay, das sind die Bonega-Bälle. Die Bonega-Bälle. Die Orbs. Gibt es hier noch mehr? Ist hier etwas? Nein. Ach, das kann echt nicht wahr sein. Bla bla bla. Das hat niemand von euch gesehen. Würdet ihr mich jetzt nochmal mitholen? Okay, ich werde die ganze Zeit entführt, wenn ich da anklicke. Bla, nicht genug davon. So. Das interessiert mich gerade alles nicht. Okay, der lässt mich... Oh, nein. Ich dachte, ich könnte jetzt durch. Also entschuldigt mich, aber dafür würde ich jetzt den Speedtech verwenden. Das ist mir dann doch zu blöd. Ich werde jetzt mit diesem Fräulein hier reden. Mit denen hatte ich schon geredet. Ich habe wieder Probleme. Ich habe wieder Probleme. Vielleicht liegt hier im Garten noch ein verstecktes Item. Das wäre ganz gut. Easy Orb eben, das war schon fast zu perfekt, dass es kein Zufall sein kann. Ist das hier alles? Ist das wirklich alles? Ja, die Stadt ist dann doch nicht so beeindruckend. Bonega learn new techniques as they grow. But some moves must be followed by the people. Eine Sache. Ich gehe mal in mein Artbook. Ich habe gehört, da ist jetzt eine Yugi beim Arena-Leiter. Die gibt es auch schon. Was ist das für ein Element? Also eine Stryker, die möchte ich gerne haben. Ja, nee. Yugi ist doch bestimmt im Mountain. Nicht? Ist ja ein Höhenpunkt. Ja. Ich würde jetzt gerne wissen, was für ein Element ist. Bin ich gerade doof? Type Mode. Doch, jetzt hätte ich den Typ. Erst weiß, wenn ich das Pokémon Bonega gefangen habe. Oh nö. Moment, Moment kurz.
Wriggle ist Native. Wie ist Flay? Ich habe echt keine Ahnung, was effektiv gegen die Viecher sein kann. Ich denke, ich sollte aber ein bisschen weiter grinden. Ich würde mal sagen, ich pumpe die alle mal alle 5 Level höher und dann machen wir mal weiter. Ja, das mache ich jetzt. Soll ich die Yosei fangen? Was mache ich jetzt? Ja, ich fange die jetzt. Die Dio, die fange ich. Ich möchte eigentlich nur wissen, was für ein Element die hat. Zack. 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 Klick. Lives in a misty lake in Gensokyo, has a caring personality and likes pranks. Ja. Du bist jetzt Deutsche. Im Moment ist ja eine Chan. Die ist blau, das bedeutet, sie ist eine Trap. Soll ich die. Das ist Daikun, das ist dann Daikun. Moment. Das ist ja dann gar nicht so wichtig. Daikun. Ist ja eine Trap dann. So. Moment, dann holen wir auch direkt unseren Daikun ins Team. Ich wollte eigentlich gar nicht rein, egal. Maxby. Du bist Native. Dann schaue ich mir. Ich bin doof. Ach, wisst ihr was? Ich lasse den Daikun mal in der Box. Ah, übrigens, ich habe hier noch eine Stoppuhr neben mir, um ungefähr die Zeit abzuschätzen, die ich aktiv spiele. Ich habe die jetzt mal ausgestellt. Ich mache jetzt mit dem Grinden weiter.
Moment. Sometimes you can find stuff on the ground. I'm looking for the stuff I dropped. Can you help me? Okay. Da ist irgendwo ein verstecktes Item. Ha, gefunden. Was auch immer das war. Jo, ich glaube, wir versuchen jetzt mal die Arena. Let me take you to the top. No. It's a free service, let's get happening. Ich will nicht. By charging the order of Monika, you may gain an advantage. Try different bla bla. Ja, ja, egal. Wilma hat schon gewonnen. Gegen den hat Rico schon gekämpft. You are pretty hot, but not as hot as Brock. Das gerade eine anmache. My rock hard willpower is evident even in my Bonica. My Bonica are all rock hard and have true grit determination. That's right, my Bonica are all rock. Puhaha. You are going to challenge me knowing that you lose? That's the trainer's honor that compels you to challenge me. Fine then, show me your best. Komm her. Oh, die ist Level 15. Oh. Das fängt echt nicht gut an. Oh, Nature Power ist effektiv. Dann weiter mit Nature Power fortfahren. Ah, ich hasse es, wenn sie das tun. Nochmal einmal und dann so. Dankeschön. Nein, ich bleibe jetzt mal bei meiner Sahne. Hallo Yugi. Ich mache wieder Nature Power. Karate Chop Power. Boah, das war super. Weiter mit der Hail. Das ist schnell vor. Nein, nicht Tackle! Meine größte Schwachstelle. Noch einmal, wenn du jetzt eine Potion einsetzt, dann raste ich aus. Sahne, du hast mich enttäuscht. Tja, dann, was nehmen wir mal? Unsere Sunny Maxan.
Flammenrad. Das war nicht effektiv, aber ich habe es geschafft. I took you for granted, and so I lost. As proof of your victory, I confer on you this, the official Boneka League Boulder Badge? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Mary received the Boulder Badge from Brook. Just having the Boulder Badge makes your Boneka more powerful. It also enables the use of the move Flash outside of battle. Of course, a Boneka must know the move Flash to use it. Mary got 1700 Poke for winning. Eddie, wait, take this with you. Mary received TM39, ich würde das lesen. TM, Technical Machine, contains a technique for a Boneka, ja, das kennen wir. Using a TM teaches the move it contains to a Boneka. A TM is good for only one use. Ach, das war echt schlimm in den alten Spielen, dass man die TMs nur einmal benutzen konnte. So, when you use one, pick the Boneka carefully. Anyways, TM39 contains Rock Thorn. It hurls boulders at a foe and lowers its speed. There are all kinds of trainers in this huge world of ours. You appear to be very gifted as a Boneka trainer. So let me make a suggestion. Go to the gym in Cerulean and test your abilities. Okay. So. Das war's mit der Arena. Gott sei Dank hatte Sahne die Nature Power. Es wäre das hier nicht schön ausgegangen. Teilen wir mal unsere Mädchen und dann sind wir fertig, würde ich sagen. Jo, ich denke mal, ich bin jetzt hier fertig. Ich hier von Pokémon-Center werde ich aufhören. So, ich schaue mir nochmal die ganzen Sachen. Also Sahne ist Level 16, Funkelchen ist Level 15, Selenko Level 11, Sunnywax Level 15, Käsehoch Level 8 und Mookie Fleek Level 8. Wir haben Daikun gefangen. Und wir haben noch ganz viele neue Attacken gelernt. Den Ordner halten. Sieht man den hier irgendwo? Okay. Ne, das war's dann. Und jetzt speichern wir das ab. Und das war's dann.